Heute ist unsere Mitgliederversammlung. Wikimedia Deutschland ist ein gemeinnütziger Verein und hat sich irgendwann mal entschieden, ein Mitgliederverein zu sein. Wir haben mittlerweile über 50.000 und unsere Mitglieder sind das größte Organ des Vereins. Die Mitgliederversammlung ist eine schöne Möglichkeit, einmal auf Gleichgesinnte zu treffen. Unsere Mitglieder sind ja über ganz Deutschland verstreut. Dann passieren natürlich im Plenum auch interessante Sachen. Alle zwei Jahre wird das Präsidium neu gewählt oder es wird über Berichte abgestimmt. Heute wird zum Beispiel von unserem Vorstand der Jahresabschluss 2016 vorgestellt. Da wird berichtet, was hat Wikimedia Deutschland im Jahr 2016 eigentlich alles gemacht. Das Rahmenprogramm ist dieses Mal was ganz Besonderes. Wir haben unseren Jahrmarkt des freien Wissens, wo die Schwerpunkte des Vereins und die Vereinsarbeit vorgestellt werden und Mitglieder mitmachen können bei schönen interaktiven Formaten und mehr auch über ihre Beteiligungsmöglichkeiten erfahren. Wie kann ich eigentlich bei meinem Verein mitmachen? Wie kann ich mich da einbringen? Wir organisieren die politische Arbeit des Vereins und das bedeutet, wir arbeiten daran, die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen fürs freie Wissen zu verbessern. Das heißt, dass wir mit Politikern sprechen, mit Parteien sprechen, mit Lobbyorganisationen, mit unseren Mitgliedern, mit der Öffentlichkeit, mit der Presse und überall klar machen, was ist freies Wissen, welche Bedingungen braucht freies Wissen und wie können die verbessert werden. Ich bin das vierte Mal dabei, bin jedes Mal begeistert gewesen. Weil das so eine lockere Art ist. Das ist meine erste Mitgliederversammlung und ich hoffe mal, dass es nicht die letzte ist.